Annalena Lutz, Grundschullehrerin und Bloggerin aus Stuttgart. Sie betreibt den Blog Colorful Classroom und ist mit über 19.000 Followern auch bei Instagram sehr erfolgreich. Ich hatte sie vor einigen Wochen bereits bei Betzold TV zu Gast. Da hat sie mir erzählt, wie sie an ihrer Schule die Corona-Maßnahmen umgesetzt haben. Daher freue ich mich, dass sie auch heute mit dabei ist. Sie hat bereits über 60 Länder bereist, also kulturelle Erfahrung bringt sie auf jeden Fall mit. Welche Herausforderungen und Chancen die Digitalisierung im Schulalltag mit sich bringen, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Annalena Lutz. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich möchte in den nächsten 20 Minuten über die Chancen und die Herausforderungen der Digitalisierung an der Grundschule sprechen. Mein Ziel ist es dabei, so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir an der Grundschule schon machen, wo wir uns ausprobieren, aber wo wir auch einfach an unsere Grenzen geraten. Ich möchte zunächst, jetzt bin ich schon mit der Technik überfordert. Kann ich das nicht weiter? Richtigen Knopf gefunden. Sie sehen schon, meine Kompetenzen in Digitalisierung sind sehr hoch. Deshalb möchte ich anfangen, Ihnen ganz bisschen den Hintergrund zu meiner Person zu geben. Danach wird es einen kleinen, aber wichtigen Bezug zum Lehrplan geben. Wir schauen uns die Lebenswelt der Kinder an und vielleicht auch, wie der sich verändert hat. Und dann geht es um die Medien in der Grundschule. Wie werden die eingesetzt? Ich möchte Ihnen kurz mein Medienkonzept meiner Schule vorstellen, den Medienunterricht und dann kommen wir auch um den Punkt Corona und Schulschließung natürlich nicht drumherum. Zu meiner Person. Ich wurde gerade schon so nett vorgestellt. Mein Name ist Annalena Lutz und ich habe vor 5 Jahren mein Studium zur Grundschullehrerin mit Europalehramt in Englisch, Geschichte und Deutsch abgeschlossen. Danach hatte ich ein recht holpriges Ref und habe dann in Stuttgart meine erste Stelle angefangen, habe in dem gleichen Jahr, also in meinem ersten Dienstjahr, meinen Blog gegründet und den passenden Instagram-Account. Sie sehen schon, ich spreche weniger als der Experte von Digitalisierung zu Ihnen, als mehr als die Grundschullehrerin, Klassenlehrerin von 20 sehr aufgeweckten und fröhlichen Zweitklässlern. Sie werden jetzt gleich sehen, wenn wir über meinen Weg hier gehen, dass wir an der Grundschule immer wieder an Herausforderungen geraten, auch wenn ich der Meinung bin, dass Digitalisierung eine große Chance für die Grundschule ist. Ich bin nämlich seit diesem Jahr auch Systembeauftragte meiner Schule. Da, ich habe ja schon gesagt, wir sind eine kleine Schule, das heißt, der Besitz eines Laptops und meine Kompetenz, ein Media Case aufzustellen, hat hierfür schon gereicht. Und seitdem beschäftige ich mich mit den Problemchen der ganzen Technik an unserer Schule, den Tablets und den Computern. Und es überfordert mich sicherlich immer wieder und trotzdem glaube ich, dass die Grundschule hier noch ganz große Schritte machen muss. Wir wollen uns hierzu die Ziele der Grundschule anschauen. Ziel der Grundschule ist es erstmal, die Kinder mit den Grundlagen für weiterführendes Lernen auszustatten, aber auch lebenslanges Lernen möglich zu machen. Im Kultusministerium Baden-Württemberg heißt es genauer, alle Erziehungs- und Bildungsprozesse knüpfen an den Erlebnis- und Erfahrungshorizont des Kindes an und erweitern ihn. Anschaulichkeit, Lebensnähe und Handlungsbezug kindgemäße Aufgabenstellung und vielfältige Formen des Lernens üben und wiederholen sind unverzichtbare Grundelemente eines entwicklungsgemäßen Unterrichts. Zusammenfassend zeigt uns das natürlich, dass unser Unterricht sich an der Lebenswelt der Kinder orientieren muss. So orientiert sich der Sachunterricht daran, dass die Kinder ihre Umwelt erschließen. Sie lernen erstmal ihren Schulweg kennen, später ihren Stadtteil, die Stadt, das Bundesland und den Staat, in dem sie leben. Der Deutschunterricht zielt sich vor allem auf die Erhöhung der kommunikativen Kompetenzen im Handlungs- und in der Reflexion ab. Das heißt, die Kinder erlernen die Schrift, sie schreiben irgendwann Geschichten. Im Matheunterricht, er bildet die Grundlage für die mathematische Orientierung der Welt, die Welt der Zahlen, der Entfernungen und der Zeit. Wenn wir uns jetzt die KIM-Studie anschauen, hier ein Einblick
in die KIM-Studie von 2018, sehen wir, dass die Lebenswelt der Kinder natürlich von ihrer Umwelt geprägt ist. Freunde, Sport, die Tiere, die Natur. Aber sehr weit oben verankert finden wir auch digitale Medien. So interessieren sich 66% der 6- bis 13-Jährigen schon für Smartphones, Tablets und das Internet. Somit bilden digitale Medien einen großen Teil der kindlichen Lebenswelt. Wir wissen, die Grundschule soll sich an der Lebenswelt der Kinder orientieren, aber wo finde ich jetzt digitale Medien in der Grundschule? Ich hatte schon angedeutet, ich möchte Ihnen ein bisschen über unser Medienkonzept erzählen und wie wir an unserer Schule die Medien einsetzen. Oft findet es an der Grundschule so statt, dass wir in der 4. Klasse uns 2 Wochen Zeit nehmen, unseren Medienkoffer in das Klassenzimmer schieben und uns intensiv mit digitalen Medien auseinandersetzen. Ich habe das Gleiche gemacht in der 4. Klasse im Vorbereitungsdienst und das Ganze haben wir dann mit einem Medienführerschein abgeschlossen. Das waren sicherlich 2 sehr schöne Wochen. Die Kinder haben sich mit den verschiedenen Medien auseinandergesetzt. Sie haben eine eigene Präsentation erstellt und dafür im Internet recherchiert. Wichtiger Teil davon war auch die Aufklärung über Gefahren und Herausforderungen in vor allem den sozialen Medien. Aufklärung ist hier ein wichtiger Punkt. Denn wenn wir mit den neuen Medien arbeiten, heißt es auch, dass wir über die Herausforderungen und Gefahren aufklären müssen. Das endet aber nicht bei den Schülern. Wir hätten dieses Frühjahr unseren ersten themenbezogenen Elternabend zum Thema digitale Medien halten sollen an unserer Schule, wo Eltern bereits nicht nur für die Kinder in Klasse 3 und 4, sondern auch für Kinder im Kindergartenalter und in den Klassen 1 und 2 aufgeklärt werden sollten. Denn wenn Schule als Bildungsanstalt die Medienkompetenz der Schüler erweitert, dann trägt sie im Endeffekt auch die Verantwortung dafür, Eltern aufzuklären, die wiederum die Verantwortung für ihre Kinder tragen. Denn ich glaube, das ist uns allen bewusst, Kinder bewegen sich doch auch viel alleine und ohne Aufsicht im Internet. Bei uns an der Schule ist hierzu ein Medienkonzept entstanden, um eben diese Frage zu stellen, sind Medienprojekte wirklich ausreichend, um die Kinder auf die zukünftige Lebenswelt vorzubereiten. In unserem Medienkonzept haben sich Kollegen gemeinsam mediale Ziele überlegt, die in jeder Jahrgangsstufe erreicht werden sollen. So beginnen wir in der 1. Klasse recht niederschwellig. Das heißt, die Kinder, dadurch, dass wir einmal die Woche eine Matheförderstunde in unserem Computerraum haben, haben wir gesagt, unser erstes Ziel ist es, die Erstklässler können sich am Computer selbstständig anmelden. Sie können ihr Passwort auswählen, ein sicheres Passwort und sich das merken. Das ist jetzt vielleicht erstmal recht wenig, aber schon ein kleiner Erfolg für den regelmäßigen Umgang mit den digitalen Medien. Danach arbeiten wir natürlich weiter. Die Kinder lernen das sicher und verantwortungsvolle Chatten. Wir besprechen Cybermobbing, die Recherche in Kinderwebseiten. Hinzugekommen nach der Schulschließung ist das Ziel, wie verhalte ich mich in Videokonferenzen und der allgemeine Umgang mit iPads oder allgemein Tablets und Computern. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie kann ich denn digitale Medien jetzt in meinem Unterricht einsetzen, da wir ja weg wollen von dem Medienprojekt. Hier ist es mir ganz wichtig zu sagen, wie können digitale Medien den Unterricht ergänzen. Wir sind im 21. Jahrhundert und trotzdem gibt es einfach traditionelle Kompetenzen, die nicht ersetzt werden können. So kann die Grundlage der deutschen Rechtschreibung nicht durch ein Rechtschreibprogramm ersetzt werden oder das Kopfrechnen durch einen Taschenrechner. Auch ein Navigationssystem wird nicht ersetzen, wenn ich keine geografischen Grundkenntnisse habe. Oh, geht's nicht? Ah, ja. Mache ich. Hier. Ah, sehr gut. Dankeschön. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass der Punkt Aufklärung sehr entscheidend ist. Die Schule trägt hier die Verantwortung für. Die Aufklärung allein wird uns aber nicht reichen. Denn Ziel der Grundschule soll es sein, lebenslanges Lernen möglich zu machen. Und so, um wieder den Bogen zu der Frage zu stellen, Medienprojekte ausreichend, können wir das doch sehr klar verneinen. Es reicht also nicht, meinen Koffer mit meinen iPads einmal in der 4. Klasse in den Unterricht zu ziehen.
ich muss mich regelmäßig mit digitalen Medien auseinandersetzen und sie so in meinen Unterricht integrieren, dass sie kontinuierlich eingesetzt werden und von den Kindern routiniert verwendet werden können. Ähnlich wie unser Ziel in Klasse 1, wenn wir wöchentlich in den Computerraum gehen, um Mathe zu üben. Die Grundschulen werden weiterhin natürlich viel Zeit darin investieren, die grundlegenden Kompetenzen der Kinder zu schulen. Dennoch sehe ich neue Medien und digitale Medien als eine Unterstützung zum Lernen. Das heißt, sie stehen vielleicht gar nicht gegeneinander, sondern sie können sich ergänzen. Wir hatten vorhin die Ziele des Kultusministeriums gehört, dass das Ziel ist, einen der Entwicklung der Kinder gemäßen Unterricht zu halten. Wo kann ich jetzt die digitalen Medien einsetzen, um das Feld des vielfältigen Lernens zu erweitern, mehr Anschaulichkeit in meinen Unterricht zu bekommen und eine noch größere Bandbreite kindgemäßer Aufgabenstellungen zu ermöglichen. Hierzu habe ich 2 Beispiele aus meinem Unterricht mitgebracht. Sie sehen jetzt hier ein Padlet. Das Padlet, das verdanke ich dem Insta-Lehrerzimmer. Ich glaube, während der Schulschließung haben sich sehr viele Kollegen zu dieser digitalen Tafel entschieden. Das Padlet war für uns der Wochenplanersatz. Meine Kinder arbeiteten sonst in Papierform mit einem Wochenplan, waren das selbstständige Lernen dadurch zum Glück schon gewohnt. Und während der Schulschließung haben wir das Ganze dann digital aufbereitet. Sie können hier sehen, es gab ein Tagebuch von unserem Ole, dem Eisbär, das ist unser Klassentier. Aber es gab auch die Spalten für die verschiedenen Fächer. Neben den traditionellen Aufgaben, dass ich aufgeschrieben habe, um welchem Buch wir welche Aufgabe machen, habe ich das Angebot durch verschiedene Lernspiele, Apps oder Erklärvideos ergänzt. Man kann das ganz schön sehen im Sachunterricht zum Thema Wetter. Ist ein Arbeitsblatt entstanden, das mit einem QR-Code zum Beispiel ausgestattet ist. Hier konnten die Kinder diesen scannen und haben dann entweder in verschiedenen Lesetexten, in Erklärvideos oder vielleicht auch mal in einem Quiz mit dem Thema weiterarbeiten können. Basierend auf diesem Padlet, das sich ja wie gesagt in der Schulschließung entwickelt hat, ist ein weiteres Padlet entstanden. Und zwar eins, wo die Kinder auch jetzt, wo wir wieder im Präsenzunterricht sind, das 1x1 üben können. Wir hatten ja schon gesagt, Ziel ist es, vielfältige Lernangebote zu bieten, kindgerechte Aufgabenstellungen zu erreichen. Und genau das habe ich jetzt durch dieses Padlet zum Beispiel umgesetzt, indem ich den Kindern verschiedene Möglichkeiten gebe, zu üben, zu wiederholen. Und das Ganze so, dass sie selbst auswählen können, je nach Lerntyp. Wir haben zum Beispiel 1x1 Lieder, da habe ich einfach YouTube-Links hinterlegt. Es gibt die Lernvideos, die während der Schulschließung entstanden sind. Großer Vorteil an den Lernvideos natürlich die Differenzierung. Ich kann sie mir so oft anschauen, bis ich das Thema begriffen habe. Ich kann zwischendrin stoppen. Außerdem gibt es verschiedene Spielideen. Ich habe Bastelanleitungen für Übungsmaterial hinzugefügt oder alle unsere bekannten Apps, auf denen die Kinder zum Beispiel das 1x1 lernen können. Ganz schön fand ich jetzt, da ich jetzt ja aus dem Präsenzunterricht komme und nächste Woche habe ich noch eine Woche Fernunterricht mit den Kindern, war das schnelle Feedback der Kinder, wo sie gesagt haben, ich bin zwar bei der Oma, aber ich nehme mein Tablet einfach mit und dann kann ich hier üben. Neben dem Padlet für Mathe ist auch ein Deutsch-Padlet entstanden. Das habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, weil das natürlich sehr ähnlich aussieht. Ich hatte gerade schon den Punkt Differenzierung angesprochen. Das Gleiche bietet sich natürlich auch bei Tablet-Diktaten an. Hier bespreche ich im Book Creator zum Beispiel, das ist eine App, einen Text. Und auch hier können die Kinder den Text stoppen, den ich vorlese. Sie können ihn so oft wiederholen, bis sie dann ihren Text selbst aufs Papier bringen. Etwas, das im normalen Unterricht, normal in Anführungszeichen, natürlich nicht möglich ist, weil man mich hier nicht immer wieder zurückspulen kann. Deshalb sehe ich die Chance, mit den digitalen Medien und der Digitalisierung an der Grundschule definitiv darin, dass sie mich unterstützen können, noch mehr individuell zu arbeiten, noch mehr zu differenzieren und eine weitere Bandbreite an ansprechenden und motivierenden Unterrichtsangeboten zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass wir hatten ja schon über die Lebenswelt der Kinder gesprochen, dass wir uns dieser Lebenswelt annähern. Und das muss auch Schule tun. Im Endeffekt verbringen die Kinder wahnsinnig viel Zeit in der Schule. Meine Klasse ist zum Beispiel eine Ganztagesklasse, die von 8 bis 16 Uhr an der Schule ist. Da kann ich mich als Schule nicht vor der Lebenswelt der Kinder verschließen.
Die Schule muss also ohne Schwellenangst sich mit digitalen Medien auseinandersetzen und sich der Realität stellen. Und das Ganze nicht nur mit mahnendem Finger vor den Gefahren warnen, sondern digitale Medien so integrieren, dass der Umgang damit für die Kinder selbstverständlich wird. Nichts hat die Lebenswelt der Kinder so verändert wie die Schulschließung. Durch die Schulschließung wurde innerhalb kürzester Zeit ein neues Kapitel der Form des Unterrichts aufgeschlagen, der vorwiegend digitale Unterricht. Wir sind von unserem Unterricht im Klassenzimmer, der doch oft noch sehr traditionell stattfindet, auf einmal umgeschwankt zu digitaler Unterrichtsorganisation, der E-Mail-Verkehr mit Eltern. Wir hatten den digitalen Versand von Wochenplänen, die Terminabsprachen oder einfach auch das Abfotografieren von Schülerarbeiten, dass ich was kontrollieren konnte. Die Präsentation der Lerninhalte hatte sich verändert. Wir haben gerade schon Lernvideos gesehen, interaktive PDFs, die von den Kindern an Tablets bearbeitet oder am Computer bearbeitet werden konnten und mir zur Kontrolle zurückgeschickt wurden. Und auch die Vermittlung von Lerninhalten hat sich plötzlich in den digitalen Raum verschoben. Wir haben zum Beispiel gerade das Padlet gesehen oder auch Videokonferenzen. Das Ganze setzt jetzt die Medien in der Grundschule in ein neues Licht. Die Schule, auch die Grundschule, hat sich durch die Pandemie in den digitalen Raum verschoben und wurde deshalb mehr oder weniger dazu gezwungen, einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen. Meine Schule ist den Schritt auch gegangen. Wir sind ihn aber alleine gegangen. Wir hatten keinerlei Unterstützung von Stadt, Staat oder Land. Und das hat für mich bedeutet, dass ich gemeinsam mit meiner Schulleiterin einen Großteil der Osterferien damit verbracht habe, Microsoft Teams als neue Kommunikationsplattform für unsere Schule einzurichten. Wir waren langsam, wir waren aber auch sehr geduldig und haben es dann wirklich geschafft, am Montag nach den Osterferien auf dieser Plattform unseren Unterricht eben digital gestalten zu können. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben davor hauptsächlich durch kopierte Wochenpläne gearbeitet, sind ganz viel durch den Schulbezirk spaziert, um alles auszuteilen oder haben mit den Kindern telefoniert. Dennoch sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Zwar hat dank Corona meine Schule jetzt Microsoft Teams, wir haben auch ausgestattete Tablets und meine Klasse hat dank der Pandemie auf einmal alle Apps und ich habe es geschafft, alle Passwörter einzugeben. Also wir sind gut ausgestattet mit Antolin, Zahlenzorro und so weiter. Und trotzdem sind wir recht schnell wieder an unsere Grenzen gestoßen. Denn wir sind theoretisch gut ausgestattet. Aber die mangelnden Kompetenzen der Eltern und Lehrer und Schüler waren ein großes Hindernis. Denn Digitalisierung zeigt auch die Chancenungleichheit. Wir haben meiner Meinung nach wahrscheinlich das schon ganz gut aufgearbeitet. Es gab klare Elternbriefe, wo ganz klar aufgeschrieben war, wie ich mich bei Microsoft Teams anmelden kann. Und trotzdem waren natürlich sprachliche Defizite hier. Das bedeutet hat, dass wir viel Zeit am Telefon verbracht haben, teilweise durchs Schultor durch, Geräte eingerichtet haben und selbst unsere Sozialarbeiter in die Familien gegangen sind. Somit hatten wir die erste Hürde schon wieder geschafft. Dann waren aber da noch die Eltern, die nicht ausreichend Endgeräte hatten. Bei 3 schulpflichtigen Kindern und einer Schulschließung kommt man an seine Grenzen. Andere Eltern oder Familien hatten keinen WLAN-Zugang oder überhaupt gar kein Endgerät. Das heißt, nachdem die Schule theoretisch den Weg in einen etwas digitalisierteren Unterricht gegangen ist, hatten wir immer noch die Schwierigkeit in den Elternhäusern. Wir haben auch das geschafft. Wir haben iPads vorbereitet und an Familien ausgeteilt. Und die Chancengleichheit endete immer noch nicht, weil wir auch Kollegen ausstatten mussten. Es mussten Tablets verteilt werden, Webcams, WLAN-Cubes und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, dass mein Kollegium sich dieser neuen Aufgabe hervorragend gestellt hat. Und trotzdem war klar zu erkennen, dass unsere Kompetenzen sehr unterschiedlich sind. Ich persönlich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich jetzt in meinem 3. Dienstjahr bin und ich bin mir sicher, dass ich im Vorbereitungsdienst, im Seminar eine Blogveranstaltung dazu hatte zum Thema Digitalisierung. Auch an der Pädagogischen Hochschule haben wir uns damit sicherlich beschäftigt. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich als Digitalisierungsexperte aus meiner Ausbildung gegangen bin. Und vieles, das wir bis jetzt gemacht haben, habe ich mir selbst angeeignet. Als Mentorin darf ich jetzt die Ausbildung von zukünftigen Lehrern begleiten und auch hier sieht man es. Ich hatte Lehramtsanwärter, die kamen mit Tablets und großen Projekten in die Klasse und ich hatte andere, die haben den Tageslichtprojektor bevorzugt. Somit ist die Ausstattung der Schule sicherlich wichtig und ein bedeutender Punkt.
Aber das Lernen endet nicht in der Schule, sondern geht zu Hause weiter. Und hier können wir wieder den Bogen zu dem schließen, was wir vorhin zur Schulschließung gesagt haben. Wenn die Endgeräte und die Kompetenz zu Hause nicht da ist, liegt auch das irgendwo in der Verantwortung von uns Schulen. Ich habe am Montag nach knapp 98 Tagen, ich habe sie mal gezählt, ohne Unterricht im Klassenzimmer endlich wieder mit meiner zweiten Klasse zusammen in unserer gewohnten Lernumgebung lernen dürfen. Und obwohl wir über den gesamten Zeitraum regelmäßig Videounterricht gemacht haben, wir haben uns gesprochen, konnte nichts das Gefühl ersetzen, mit unserem Ole dem Eisbären in unserem Klassenzimmer zu sitzen. Deswegen werden digitale Medien nicht zum Allheilmittel für schwache Leser und Rechner, für schlecht ausgestattete Schulen oder veraltete Schulbücher. Oder was weiß ich, was man da noch alles aufzählen kann, was das Schulsystem vielleicht gerade schwierig macht. Sie können nicht das ersetzen, was Schule ausmacht. Und das ist das soziale Miteinander. Und ich glaube, das hat auch die Schulschließung nochmal bewiesen. Beim Lernen in der Grundschule kommt es auf die Lehrkraft und auf deren Beziehung zur Klasse und zum einzelnen Kind an. Es kommt auf die vorbereitete Lernumgebung an und darauf, dass die Kinder sich wohlfühlen. Schlechter Unterricht wird deshalb natürlich durch digitale Medien nicht besser. Das hat man auch an den Stunden meiner Lehramtsanwärter gesehen. Sowohl die Stunde mit den iPads war toll, als auch die mit dem Tageslichtprojektor. Grundschule muss sich aber trotzdem der Digitalisierung stellen, auch wenn es für uns eine Herausforderung ist, um zeitgemäß zu sein. Dies kann jedoch nicht ohne Unterstützung geschehen, denn Digitalisierung führt sonst zur Frustration. Die Unterstützung schließt dabei alle im Schulleben Beteiligten an. Wir hatten ja vorhin schon angemerkt, dass viele der mangelnden Kompetenzen einfach auch im Elternhaus lagen. Daher kann und muss Digitalisierung an der Grundschule passieren. Und sie ist eine sehr große Chance. Aber nur dann, wenn digitale Medien unterstützend in den Unterricht eingebaut werden und wenn sie die Anschaulichkeit, die Lebensnähe und den Handlungsbezug des Unterrichts erweitern und das individuelle Lernen, Üben und Wiederholen noch individueller gestalten. Lernen an den digitalen Medien muss den gleichen Arbeitstugenden folgen und die gleichen Arbeitstugenden fördern, wie traditionelle Medien es tun. Und der Schlüssel zum lebenslangen Lernen bleibt weiterhin die Motivation, die Ausdauer, Konzentration, Frustrationstoleranz und Sorgfalt. Digitalisierung an der Grundschule ist dann gelungen, wenn die digitalen Medien vom Unterrichtsgegenstand zu einem sinnvoll eingesetzten Unterrichtsmedium geworden sind und wenn Lernen Lernen bleibt. Mit all seinen Voraussetzungen der individuellen Auseinandersetzung zwischen Kind und Stoff, geprägt durch Misserfolg und Erfolg. Gemeinsam mit meinem Kollegium habe ich mich jetzt auf diesen doch holprigen Weg der Digitalisierung gemacht. Und ich wünsche uns und all meinen Grundschulkolleginnen und Kollegen hier draußen ganz, ganz viel Erfolg, die notwendige Unterstützung und vor allem auch gute Nerven. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Lutz. Und schön, dass das jetzt spontan geklappt hat, dass Sie eingesprungen sind. Ich würde sagen, ich starte direkt mit Fragen aus dem Chat. Und zwar von Jessica Linsner. Sie fragt, ist das Padlet datenschutztechnisch in Ordnung? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben das Padlet so genutzt, da die Daten, soweit ich weiß, in den USA gespeichert werden, dass es ganz anonym gestaltet war. Das heißt, das Einzige, was man auf dem Padlet machen kann, sind eigene Arbeitsblätter oder PDFs hochladen oder Verlinkungen. Das ist soweit in Ordnung. Was nicht geht, ist, dass die Kinder namentlich kommentieren. Es war also oft ein eher anonymer Austausch. Der Austausch, der dann mit den Kindern direkt stattgefunden hat, der hat über MS Teams stattgefunden. Dann darauf anschließend die Frage von Nicole Beck. Wie erstelle ich ein Padlet als digitalen Wochenplan? Gibt es dazu eine Anleitung? Dazu gibt es eine Anleitung und da möchte ich an meine liebe Kollegin Miss Rupet weitergeben. Die hat nämlich uns allen das Padlet vorgestellt und auf ihrem Instagram-Profil findet man alles, was man sich dazu vorstellen kann. Also Tutorials, wie die unterschiedlich eingesetzt werden können und da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist sehr nützlich. Okay, dann eine Frage. Wie funktioniert es, einen QR-Code in ein Arbeitsblatt einzubinden? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man mit dem Worksheet-Crafter arbeitet, gibt es am Rand einfach einen Button mit QR-Code und dann klickt man den an und kopiert den Link
in das vorgegebene Feld oder das so ein bisschen Google is your best friend, einfach bei Google eingeben, QR-Code generieren. Da gibt's dann ganz viele verschiedene Seiten, da muss man einfach gucken, welche einem am besten gefällt. Das ist auch kostenlos. Auch hier wieder den Link zum Beispiel von einem YouTube-Video kopieren in das Feld für den QR-Code, runterladen drücken und dann bekommt man diese kleinen lustigen Felder und kann die dann einfach ins Arbeitsblatt kopieren. Okay, also heißt, das kriegt wahrscheinlich jeder hin. Das kriegt jeder hin, man muss sich nur trauen. Ich habe das auch oft gesehen und dachte, oh, das möchte ich auch, das sieht so toll aus. Aber es sah auch irgendwie kompliziert aus, aber man muss es einfach ausprobieren und es ist viel einfacher, als man denkt. Dann eine Frage. Machst du die Grafiken selbst, weil meine Präsentationen sehen nie so aus? Ich habe das, ja, die habe ich selber gemacht. Das sind so ein bisschen die Farben, die man ja immer auch wieder sieht, die Farben von meinem Blog. Und das ist ganz viel durch Zusammenschieben. Da kann man auch gerne mal bei mir vorbeigucken, wie ich das erstelle auf meiner Seite. Das wäre die nächste Frage. Womit erstellen Sie die schönen Präsentationen? Gibt es dafür eine Vorlage, die man herunterladen kann? Ich erstelle alles mit Keynotes. Das ist das Pendant zu PowerPoint. PowerPoint funktioniert genauso, weil der große Vorteil hier ist, dass man sich einfach Textfelder oder Formen und Ähnliches so zusammenschieben kann und übereinander legen kann, wie man das möchte. Auch da gibt es auf meinem Account Tutorials zu und ich kann auch sehr gerne sowas mal hochladen. YouTube-Frau Hofmann fragt, wie haben Sie es an Ihrer Schule geschafft, alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer so schnell mit Endgeräten auszustatten? Wie konnten Sie so schnell Mittel bekommen? Ich glaube, das liegt ganz arg daran, dass meine Schulleiterin sehr hohen Anspruch hat an uns und eigentlich ein Nein einfach auch selten gelten lässt. Also bei uns wird vieles möglich gemacht. Ich hatte ja schon gesagt, es war ein Großteil auch einfach der Osterferien, die wir da genutzt haben. Wir hatten, da wir mal eine Werkrealschule waren, das große Glück, dass wir sehr viele Tablets an der Schule hatten. Das Problem war hier nur, dass die noch nicht grundschulfähig waren. Und dann war einfach, ja, die Not hat uns erfinderisch gemacht und wir haben viel Energie reingesteckt, das einfach möglichst schnell hinzubekommen. Und ich denke, wir kennen das alle. Wenn was nicht dringend notwendig ist, dann stehen die Sachen rum. Wenn es sein muss, geht's dann doch ganz gut. Und so haben wir uns recht schnell aufstellen können. Aber es waren lange Stunden an der Schule. Okay, Sie haben ja den Unterricht dann als ja zur festen Uhrzeit gemacht, damit jeder weiß, wann er kommen soll. Wie gehen Sie oder das Kollegium damit um, wenn jemand da jetzt nicht da ist? Es kann ja technische Gründe haben, man kann aber ja auch einen technischen Grund als Ausrede nehmen. Genau, also ich denke, wir haben viel mit den Kindern telefoniert und mit den Eltern. Wir standen von vornherein in einem sehr engen Kontakt. Der Vorteil war jetzt für mich persönlich auch, dass ich im Schulbezirk wohne und die 3 Wochen, bevor wir digital gearbeitet haben, einfach auch bei jedem Kind mal vorbeigegangen bin. So konnte man sich da schon mal austauschen und es vorbereiten. Und dann war klar, dass man einmal die Woche im Online-Unterricht anwesend sein musste. Ich hatte es auch so gestaltet, dass ich am Vormittag mehrere Termine angeboten habe. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht lieber bis um 9 geschlafen hätte, könnte man auch um 10 in den Online-Unterricht kommen oder natürlich müssen sich auch die Eltern organisieren. Und dann haben wir angerufen und dann haben erst die Klassenlehrer angerufen, dann hat das Sekretariat angerufen und irgendwann die Schulleitung, um klarzumachen, dass das doch verpflichtend ist, sich da zumindest so weit zu bemühen, dass man alle Informationen bekommt. Okay, jetzt haben wir eingangs erfahren, dass Sie auch einen sehr erfolgreichen Blog haben. Was war der Impuls für Sie, einen Blog zu erstellen über Lehrerthemen tatsächlich oder Grundschulthemen? Ich glaube, ich habe das einfach gesehen bei anderen und dachte mir, meine Sachen sehen eigentlich auch ganz schön aus. Und dann gab es damals, als ich angefangen habe, wurde gerade eine Weihnachts-Instagram-Challenge gestartet. Und dann dachte ich mir, das nehme ich zum Anlass und probiere das einfach mal aus. Und ja, jetzt bin ich ganz erstaunt, wie das gewachsen ist und dass es die Menschen so interessiert und freue mich natürlich sehr drüber. Aber das war aus einem Moment raus, dass ich gedacht habe, oh, das probiere ich jetzt einfach mal. Kam dann während Corona, gab es da jetzt nochmal so einen zusätzlichen Schub? Ja, sehr. Also ich denke, ohne das Insta-Lehrerzimmer, wie wir das ja so schön nennen, wären wir teilweise wirklich aufgeschmissen gewesen, weil jeder so ein bisschen was dazugegeben hat. Man hat sich inspirieren lassen. Ich hatte ja gerade vorhin schon Miss Rupert erwähnt, die uns alle das Padlet gezeigt hat. Und da haben wir sehr voneinander profitiert. Das war nochmal eine ganz neue Form des Kollegiums, aber eine sehr wertvolle. Also schaut gerne rein auf Instagram und im Blog unter Colorful Classroom findet ihr Anna-Lena Lutz. Vielen Dank, Frau Lutz, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Und